Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Oberpfalz Adventures. Ja, wir sind heute hier in Heuberg unterwegs. Das liegt in der Nähe von Hilpoltstein im Landkreis Roth. Wir haben hier vorne geparkt am Parkplatz und heute geht es eine Runde um den Rothsee. Ja, was gibt es zu sehen? Hauptattraktion ist natürlich der See, aber es gibt auch noch so ein paar Kleinigkeiten. Alles weitere gibt es dann später. Wir gehen mal los und wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Der Rothsee ist ein künstlich angelegter Stausee und ist durch einen Damm geteilt. Der größere Teil ist die Hauptsperre und der kleinere die Vorsperre. Der See gehört mit weiteren künstlich angelegten Seen zum Fränkischen Seenland. Der Rothsee hat eine Fläche von etwa 2,2 Quadratkilometern und ist an seiner tiefsten Stelle etwa 16 Meter tief. Der Zweck des Stausees ist es, einen Wasserausgleich zwischen Nord- und Südbayern zu schaffen, indem Wasser von der Donau über die Flüsse Roth, Regnitz und Rednitz in den Main umgeleitet wird. Um den See verteilt findet man immer wieder Schilder, wo man viel über dieses Verfahren lernen kann. Neben seinen wasserwirtschaftlichen Nutzen dient der See auch als Naherholungsgebiet. Rund um den See findet man zahlreiche Bademöglichkeiten, aber auch Segeln und Surfen ist möglich. Die Wanderung um den kompletten Rothsee, also Vor- und Hauptsperre, wie wir sie machten, ist etwa 13,5 Kilometer lang. Der Höhenunterschied liegt bei nur etwa 80 Metern und ist eigentlich nicht erwähnenswert. Die Wege sind sehr gut ausgebaut und die Runde kann auch mit dem Kinderwagen oder Rollstuhl bewältigt werden. Falls euch die komplette Runde zu lang ist, könnt ihr die Wanderung auch über den Damm, der Vor- und Hauptsperre trennt, abkürzen. Einen Link zur Wanderung auf unserem Komo-Profil findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Der See ist auch ideal dafür geeignet, um Enten und andere Wasservögel zu beobachten. Ein guter Platz dafür ist zum Beispiel die Hasenbrucker Insel. Am Rothsee befinden sich auch zwei große Naturschutzgebiete, die als Brut- und Nahrungsbereiche für zahlreiche Vogelarten dienen. Auch hier hat man gute Chancen, Vögel und Enten zu beobachten. Zwischen unserem Startpunkt, dem Seezentrum Heuberg und dem Strandhaus Grashof verläuft der Fischlehrpfad. Hier kann man viel Wissenswertes über die Fische und deren Lebensräume im Rothsee nachlesen. Thank you.
oberen Ende der Vorsperre gibt es dann noch einen kleinen Lost Place zu entdecken. Nur ein paar hundert Meter vom See entfernt liegt das Rokoko-Schlösschen Appelhof. 1457 wurde es erstmals urkundlich erwähnt und gehörte zu diesem Zeitpunkt Ludwig von Bayern. Das heutige Schloss wurde um 1760 von Jakob Schiladi, einem Fabrikanten aus dem nahegelegenen Allersberg, erbaut und diente seiner Familie als Sommerresidenz. Im Jahr 1889 wurde es vom Stiftefabrikanten Lothar von Faber erworben und war bis zum Jahr 2021 im Besitz der Familie Faber-Castell. Seit 2011 ist das Anwesen unbewohnt. Mittlerweile ist das Schloss im Besitz einer Privatperson aus der Nähe von Allersberg. Eine Restaurierung ist geplant, aber bisher ist davon nichts zu sehen. Das Gelände ist eingezäunt und videoüberwacht und somit nur von außen einsehbar, aber dennoch ein schöner Anblick. Nach dem Schloss ging es wieder zurück zum Rotsee, wo wir unsere Runde fortsetzten. Vor dem Ende der Wanderung gelangten wir noch zu den Wasserkraftwerken am Rotsee. Hier wird aus dem abgeleiteten Wasser Strom erzeugt. Beide Wasserkraftanlagen zusammen erzeugen im Jahr fast 5 Millionen Kilowattstunden Strom. Auf einigen Infotafeln kann man sich über den Aufbau der Kraftwerke und deren Funktionsweise informieren. Danach ging es noch zur LBV-Umweltstation am Rotsee. Hier gibt es nochmal einige Stationen, wo man sich über die Tier- und Pflanzenwelt am Rotsee informieren kann. Auch ein kleines Aquarium gibt es. Hier kann man die Fische, die im Rotsee leben, aus nächster Nähe beobachten. Außerdem werden noch Vorträge und Veranstaltungen für Kinder angeboten. Über die Öffnungszeiten informiert ihr euch am besten auf der Homepage der Umweltstation. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Thank you.
Schon bald nach der Umweltstation erreichten wir wieder unseren Parkplatz. Nun wieder ein kleines Fazit zur Wanderung. Eine schöne und wirklich sehr leichte Runde, auf der es doch einiges zu entdecken gibt. Im Sommer lässt sich die Wanderung natürlich hervorragend mit einem Bad im Rotsee verbinden. Aber auch zu den anderen Jahreszeiten lohnt sich ein Besuch. Um den See verteilt findet ihr auch noch einige Einkehrmöglichkeiten. Und auch ein paar Kinderspielplätze gibt es noch. So ist wirklich für jeden was geboten. Wir können die Wanderung auf jeden Fall empfehlen. Zum Abschluss gibt es jetzt wieder ein paar Impressionen von der Wanderung. Weiter geht's dann im nächsten Video mit einer Wanderung in der Oberpfalz. Darum wie immer, dranbleiben lohnt sich! Danke fürs Zuschauen, sagen Stefan und Fuchsi von Oberpfalz Adventures. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Auch über einen Kommentar würden wir uns natürlich sehr freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst uns ein Abo da. Und deckt dann die Glocke. Servus und macht's gut, bis zum nächsten Video.